Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Ich muss immer noch so ein bisschen grinsen mit der Verabschiedung und vorhin. Aber alles in Ordnung. Wir sind wieder auf dem Weg zur Base. Zur Orden Base, soll ich jetzt einfach mal. Machen wir zusammen. Okay. Da hinten kratzt einer rum, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ich würde gerne noch genau hier an jeder Ecke eine Fackel reinmachen. Aber wir müssen dann nochmal zwei Stück craften. Ich habe extra noch Material dafür mitgenommen. Die zwei Kollegen. Das so. Und dann einmal das und einmal das. Nein, einmal das. So. Das ist jetzt alles, wer weiß, wie toll wird. Wie wir das so alles zu sehen bekommen in der Hordennacht. Das ist jetzt noch, steht noch auf einem anderen Blatt Papier, ne? Da müssen wir halt gucken, wie wir da so zur Rande kommen. Aber ohne Fackel wird das definitiv sonst nichts werden. So, das war das. Die Fackeln sind auch fertig. So, eine dahin. Eine dahin, machen wir aus. Wir können uns das ganze Spielchen jetzt auch nochmal von oben angucken. Wie das Ganze denn so ungefähr ausschauen wird, ne? Hauptsächlich erstmal so. Ja, ich denke mal schon, dass das so einigermaßen funktionieren wird, ne? Ich guck mal kurz rüber. Ja, das sollte da auch gut sehen, so zu sehen bekommen. So, ja, das war sehr elegant. Das Einzige, was mir noch einfällt dabei ist, genau, vorsichtshalber Pflanzenfaser. Ich weiß nämlich gerade nicht, was der braucht zum Reparieren. Okay, so kriegst du auf jeden Fall schon mal keine Pflanzenfaser. So, wir haben vier Stück. Nur Holz, ne? Nur Holz, würde ich behaupten. Jetzt haben wir wieder ein Slotplatz mehr, ne? Weil wir keine Steine mitschleppen müssen. Finde ich persönlich sehr genial. So, zeig mal hier, Kollegen. Einfach nur mal gucken. Wir haben unsere Ausnahme, geht natürlich echt blöd dabei, ne? Unsere Ausdauer geht dabei natürlich sehr, sehr doll flöten. Aber das ist schon ein weiter Unterschied, ne? Ein sehr, sehr weiter Unterschied. Wir machen fast 60 Schaden hier, ne? Ja, damit kann man dann auch schon mal farmen gehen. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so großartig rumquatschen. Zumindest ich. Hier müssen noch Spikes ran, ne?
Komm her, Mäuse. Bedien dich. Noch ein bisschen Honig für die Horden noch. Wunderbar. Wer war dein Name, Kollege? Mo, es tut mir sehr leid, aber das war ein guter Volltreffer. Jupp, alles klar, danke schön. Boah, was soll denn der Rotz hier? So, ein bisschen tricky geworden, ey. So, wir gucken gleich mal, wie viel wir noch brauchen. Mit so einmal komplett rum ringsherum zu gehen. Dann würde ich die jetzt noch nachcraften. Essen, trinken, wir haben eigentlich alles da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry, ich muss da irgendwas trinken. Absolut trocken im Mund hier. So. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich ringsherum noch ein bisschen Holz weg. Und ich hole euch wieder rein, wenn kurz bevor das Lied ertönt, hole ich euch wieder rein. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. 21.57 Uhr in 3, 2 Ingame-Minuten ist es soweit. Den Block da unten habe ich jetzt natürlich nicht mehr weggekriegt beim Hochframe. Okay, 21.22 Uhr. Das ging jetzt dann doch relativ schnell. Okay, wir gucken mal. Von wo kommen sie? Und da kommen sie. Okay. Die Spikes werden uns nicht lange helfen. Habe ich so das Gefühl. Okay, die Spikes, die sind ja dann mal so ein bisschen Müll geworden, wa? Naja, dann gucken wir mal. Dann wissen wir aber Bescheid, dass wir definitiv für die nächste Hordenaktion dann was brauchen, ne? Dann muss da was anderes her. Müssen wir uns einfallen lassen. Okay, das ist einmal XP.
Aber lass mal auch die Lootbags da, Leute. Papa braucht die, jo, der war schön daneben. Volltreffer. Volltreffer. Der war was weiß ich vorhin. Okay, das habe ich ein bisschen anders. Nein, die haben die Spikes ein bisschen besser gehalten, ne? So könnte ich das noch. Naja, müssen wir mal gucken. Wie wir zur nächsten Hordennacht hier, also mit Einstieg in Mitte hinkommen halt, ne? Jawohl, der war gut. Jawohl, der war auch gut. Ja, aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir sterben halt, ne? Mit Game Stage wieder ein Arsch. Das wollen wir natürlich auch nicht. Zumindest nicht freiwillig, ne? Aber wenn, können wir es halt nicht ändern, ne? Ich hier ein bisschen damit hinziehen. Geht das? Hier noch so die restlichen Spikes. Zeig dann davon. Vielleicht habt ihr ja Bock. Haben die da unten den ersten Stein wegnehmen, ne? Nein. Ich habe gar nicht geguckt, ey, wie viel haben die denn überhaupt? Wie viel haben die Steine? Also in der Alpha 19 war es so, dass die 1500 Struktur hatten, ne? Ist das noch so? Jetzt haben wir mal eine. Hier war wieder der Schauspieler unterwegs, ne? Ich glaube, das war's. Wir haben sie dann doch schneller abgearbeitet als gedacht, ne? Von der Game Stage her und so weiter. Ja, sehr geil. Ich habe ehrlich gesagt erst ein bisschen Panik gekriegt, ne? Okay, das heißt, nächste Hordennacht könnte man hier auch noch verbringen, aber dann vielleicht mit ein bisschen mehr. Verteidigung vielleicht, ne? Ein paar mehr Spikes. Bis dahin hat man vielleicht schon andere Waffen wieder. Ich loot einfach ohne, dass wir uns angucken, ne? Das kann weg. Das kann weg. Na, sehr schön, also das wäre mal eine easy geworden Nacht. Nur zu Hause noch ein bisschen aufräumen. Eine Zeitschrift. Eine Zeitschrift. Noch eine Zeitschrift. Knüppel, ja, sehr schön. Noch eine Zeitschrift. Verbessert die Fertigkeiten von Fallen. Wir haben jetzt schon Stufe 8. Ich weiß aber immer noch nicht, was man denn irgendwie bauen kann oder so, ne? Erst mal Muni. Na, wirklich viel Muni haben wir nicht verballert, ne? Das ist super. Brauchen wir nicht viel nachmachen. Essensbuch. 29 von 100, ne? Säure ist ein sehr seltener und vielseitiger Rohstoff. Ich habe herausgefunden, dass man manchmal ein bisschen aus Autos und medizinischen Geräten gewinnen kann. Bietet die Möglichkeit, Säure aus Autos, medizinischen Geräten und Säurefässern zu gewinnen.
Die Frage ist jetzt die Chemiestation, ne? Torret, ne? Turm, das kann weg. Das kann auch weg. Ja, ist gut. Gut, 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 gut. Der steht jetzt hier mal rum. Ne? Jetzt kommt er. Der lief hier die ganze Nacht, lief der hier rum. Der hat nie einen Mucks gemacht, der Sack. Wie geht dich zum Masso? Das ist die andere Quest. Ja gut, die fangen wir jetzt aber nicht mehr an, ne? Machen wir dann. Oder morgen früh in der nächsten Folge, dann würde ich sagen. Bei der nächsten Folge passt das schon besser. So. Zur nächsten Folge mache ich einmal die Dings aus und die Mod und gucke, ob wir das hier rausbekriegen. Weil, gut, ich würde jetzt ungern eigentlich hier wieder ausziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, gut, wir brauchen nicht so viel Platz, aber ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde jetzt hier mit einfach leben. Fertig. Okay, das heißt aber hiervon werden wir definitiv auch noch einbauen. Das heißt, du wirst hier weichen oder auch nicht. Das heißt, du wirst hier weichen. Das ist doch schon wieder Asi. Das gefällt mir doch schon wieder nicht mehr. Ach, das ist doch schon wieder Rotze. Na, ist egal jetzt. Für die Stadt wird es reichen. Gucken, vielleicht geht es ja oder fließt es ja irgendwie ganz anders. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Einmal. Boah, siebenmal. Jetzt hat die Tafel weggeschaufelt, ne? Das kann der Händler haben. Das kann der Händler haben. Na gut, aber auch Kleinpigment ist noch. Das kann hier liegen bleiben. Das kann hier bleiben. Behalt's doch einfach. Aber das kann hier bleiben. Ah, das ärgert mich jetzt gerade hier schon wieder. Ich guck mal. Kann ich das hier irgendwie... Ach. Ach ja, so. So. So.
Da ist noch was drin, oder? Das ist ja hinten. Eier wollen wir keine mehr. Das dahin. Und das und das und das und das dahin. Ja, das dahin. Das und das auch da. Na, tut das hier raus. Das gehört da rein. Okay, du bist fertig. Komm, kannst du gleich nochmal einen Tee herstellen. Und dann kannst du 25 mal Kleber von mir herstellen. 6 Minuten, das sind auch nochmal 10 Minuten. 10, 15, 16 Minuten. So, dann passt das erstmal soweit. Zack, Kleberle, trinken Leute, hier laufen ein paar Eisenbarren. Da müssen wir unbedingt Eisen holen. Ich habe Essen und Trinken. Alter, ja, ich muss jetzt kurz gucken, ob ich das ein bisschen wegmachen kann. Das ist ja wieder. Also viel Mühe wollte ich mir denn nicht machen dann, ne? Ich da mal ehrlich bin. Okay, wir sind jetzt leer, ne? Dass ich jetzt gerade so richtig gerafft habe. Schon wieder, ne? Irgendwie raff ich das aber gar nicht so wirklich, ne? Jetzt ist er leer. Richtig, ne? So. Ja, mir egal, wenn ich jetzt so bekriege, dann bitte. Ja, danke schön. Egal, wunderbar. Egal, hat geklappt. Hat geklappt, was ich wollte. Gar nicht drüber nachdenken. Wieso, weshalb das jetzt so geklappt hat. Hat geklappt. Mal gucken. Upsala, nein, falsche Richtung. Du wolltest hoch, hoch, hoch. Wir wollten hoch, hoch, hoch. Dann pack die beiden Eimerchen erstmal ganz kurz. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Völlig in Ordnung. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So.
Was machen wir denn jetzt Schönes? Was stellen wir denn jetzt an? Jetzt haben wir erstmal den Clown haben wir fertig gemacht. Clown haben wir, der kann denn das mal da unten mit. Hier haben wir. Okay, das ist auch mit weg. Das ist sehr schön. Eisenwerkzeug. Ja. Nächste Folge wäre dann, glaube ich, einfach die Quest dran, ne? Da ist es am Brotzeln. Irgendwelche Punkte, die wir verteilen können? Nein, da haben wir keine Punkte, die wir verteilen können. Pack ihr das doch voll aus, es geht. Können da halt nichts mehr großartig machen. Fortschritt, nein, nein, ja. Du hast einen Steinzeit hinter dir gelassen. Erhalte 15 durch Töten von. Ich verstehe noch nicht, warum, dass man diese Sachen trotzdem noch skillen muss, wenn man die Zeitschriften dafür liest. Liest. Deine Leidenschaft zu tüfteln ist nicht ständig zu Fuß zu gehen. Dich auf den Pfad der Fahrradmechanik das geführt. Räder und Fahrradteile zu fertigen kosten 33% weniger. Reparaturkits sind bei Fahrzeugen 10% effektiver. Schlösser knacken. Einbrecher, du machst dir langsam einen Namen. Du bist Dietrich jetzt 10% wahrscheinlich. Weniger wahrscheinlich ab und knackst Schlösser 20% voll. Besser behandeln. Ja. Können wir hier noch was machen? Nö. Wo nicht? So. Aloe Vera Samen. Okay. Muss ich mir merken, dass wir die da haben, ne? So, das lass laufen. Ich würde sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt leider nicht, wie lang die Folge ist, aber ist auch egal. Wenn nicht, dann ist er halt mal ein bisschen kürzer. Das macht auch nichts, sonst überziehen wir ja, ne? Dann machen wir diesmal einfach eine kürzere Folge. So machen wir das. Wir sehen uns um 4 Uhr. Morgen um 4 Uhr bei unserem Questgebäude. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das da erledigen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Hordennacht hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.